Hallo! Außer Jeal, die von einer Reise in den Süden zurückgekommen ist, war hier alles ruhig. Aufgrund dieser Oblivion-Krise gibt es jetzt nicht mehr viele Reisende. Ich habe meine Leute angewiesen, aufs Schärfste Ausschau zu halten, aber ich habe noch nichts von Fremden in der Stadt gehört. Wie steht's mit euch? Irgendetwas Verdächtiges gefunden? Außer dich noch nicht. Aber dieser Jarl war ein Agent der mythischen Morgenröte. Beim Blut der Götter. Sie war also der Spion. Heutzutage kann man wirklich niemandem mehr trauen. Da ihr für Wolkenherrscher-Tempel arbeitet, beauftrage ich euch hiermit, Jeals Haus zu durchsuchen. Ich lasse es meine Männer wissen, wir werden nicht eingreifen. Was, warum? Warum wollt ihr nicht angreifen? Wieso muss ich das schon wieder alleine machen, Mensch? Noch was? Ich verlasse mich darauf, dass ihr die Dinge angemessen handhabt. Je weniger ich davon weiß, desto besser. Ach so. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Heidenei, oh Mann. Also wie es aussieht, wollen die Wachen ihren Ruhm, was heißt ihren Ruhm, ihren Ruf bewahren und wollen gleichzeitig dadurch nicht eingreifen, weil natürlich, wie er gemeint hat, ja, ich möchte, dass ihr alles erledigt, was nötig ist, Zwinker. Sprich, er möchte, dass wir einfach alle vernichten, falls wir da irgendwelche Leute finden in ihrem Haus. Und der will ja nicht den Ruf der Wache zerstören, indem er einfach seine Wachen da reinschickt und sie alle da aufräumen lässt. Zumindest ist es eine der Ausreden, die mir spontan einfallen. Wer hilft einem alten Bettler? Nur noch eine Münze. Bitteschön. Vielen Dank, mein Herr. Ich hoffe, du bist glücklich. Möge Stendar euch segnen. Arnoras Haus? Nein. Moment, bin ich da vorbeigelaufen? Ah ja, da ist es ja. Okay, ein richtiger Speicherpunkt. Wer weiß, was da drin wieder los ist. Ich. So, oh, nur noch 30 Pfeile. Hoffentlich ist da drin, geht da nicht die Party ab. Nein, sieht okay aus. Aber, wie ihr ja noch wisst, haben wir einen Schlüssel zum sogenannten Vorratskeller gefunden. Also nehme ich an, dass es hier irgendwo einen Vorratskeller gibt. Hups, nein, eigentlich wollte ich... Den hier haben wir ja schon lange nicht mehr benutzt. Pelzbrustharnisch, ja. Ja, nicht so der Burner. Moment. Was ich kurz gucken wollte. Verteidigen haben wir auf der 3. Jawohl, verteidigen ist der bessere Schutzzauber. Ich glaube, den muss ich auch mal langsam anfangen zu benutzen, weil wir mit unserem Bogenschützen so extrem oft in Nahkampf... Ah ja, hier ist es. So extrem oft in den Nahkampf kommen, das ist nicht mehr lustig. So. Oh, kacke, das schluckt viel Mana. Aha. Offensichtlich gibt es hier nichts. Aber wir haben hier irgendwelche Befehle. Oh, ich habe ein Dokument gefunden, das die feindlichen Pläne verrät. Ich sollte Joffrey dieses Dokument mit umgehend zeigen. Dann wollen wir uns mal die Befehle durchlesen. Jarl, der Meister war sehr erfreut, von eurer Tätigkeit vor Korol zu hören. Je mehr Tore wir öffnen, desto schneller nähern wir uns dem Ziel der ruhmvollen Säuberung. Der Meister hat euch und Saveri für eine äußerst wichtige Mission auserkoren, ein Zeichen eures Aufstiegs in den Reihen der Auserwählten. Wir haben erfahren, dass der Erbe des Hauses Septim im Wolkenherrschertempel, dem Lager der verfluchten Klingen, Zuflucht gefunden hat. Der Meister hat seine Vernichtung zur vordringlichsten Aufgabe des Ordens gemacht und Lord Dagon stellt alle dazu erforderlichen Mittel bereit. In Erwartung eures Berichtes über die Bewegungen des Septim innerhalb des Wolkenherrschertempels sowie eurer Beurteilung der Verteidigung des Tempels und möglicher Fluchtwege beabsichtigen wir, sobald wie möglich ein großes Tor auf dem offenen Gelände vor Bruma zu öffnen. Denkt daran, die ersten drei geringeren Tore stellen nur die einleitenden Stufen der Öffnung des großen Tors dar.
Legt auf keinen Fall eure Deckung bloß, nur um diese Tore zu schützen. Weitere lassen sich schnell und leicht wieder öffnen. Sobald das große Tor geöffnet wird, ist der Fall von Bruma besiegelt. Der Wolkenherrscher-Tempel kann danach nicht lange standhalten und der Septim wird wie eine Ratte in der Falle sitzen. Wir würden weitere Einzelheiten über den kaiserlichen Agenten, der Martin in Quatsch gerettet hat, sehr begrüßen, aber seid nochmals gewarnt, riskiert keine Konfrontation. Dieses Individuum darf nicht unterschätzt werden. Das wären wir wohl. Die Morgenröte bricht an. Ruma Camoran. Ha, das hat sie wohl abgeschickt, bevor wir sie getötet haben. mythische Morgenröte, Kartoffeln, Reissalat, nein, nein, nein. Ich habe leider nicht mehr genug Platz im Inventar, um das ganze Zeug noch mitschleppen zu können. Holztür zu Bruma Höhlen? Nein, oder? Nein, nein. Sag mir nicht, dass es hier echt ein ganzes Höhlensystem gibt. Moment. Normalerweise bin ich ja super heiß darauf herauszufinden, was zur Hölle hier noch so abgeht. Aber warum nicht? Warum nicht, Leute? Dann wollen wir doch mal gucken, was diese mysteriösen Höhlen für uns bereit haben könnten. Und irgendwie hält... Oh, eine Krabbe! Ja, irgendwie hält für mich dieser Schutzzauber viel zu kurz. Also nach meinem Geschmack. Nein! Weil ich caste den und der hält irgendwie 20 Sekunden oder sowas. Huch. Geralberge? Oder Geralberge oder wie man das auch immer nennen will. Wo kommen wir denn hier raus? Aha. Interessant. Na gut, das wusste ich nicht. So, dann hier noch ein bisschen schleichen. Eine Ratte! Nimm das, du Ratte! Noch irgendwas? Oder war das... Ja, tatsächlich. Wie es schien, war das wirklich nur ausschließlich ein Versteckt... Ein Versteck für diese Gerl. Und hier gibt es auch wirklich keine Kisten oder sonst irgendwas. Dieses Ding hier ist komplett umsonst. Einfach natürlich noch ein bisschen mehr, um ins Feeling reinzukommen, dass diese Person etwas zu verstecken hatte und sich hier Tunnel gegraben hat, wo sie ihre geheimen Treffen mit anderen Mitgliedern der mythischen Morgenröte in Bruma abhalten konnte und wahrscheinlich auch noch als Fluchtweg, deswegen der Hinterausgang. Ja, ah, hier ist die Falltür. Na gut, damit wäre das hier gegessen. Und jetzt sollen wir... Ach Moment, da fällt mir noch was ein. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal ein Level aufsteigen. Ach nein! Gut, dann halt nicht. Ja, wir sollen jetzt mit Joffrey sprechen. Und zwar ihm mitteilen, dass die planen, drei kleine Tore zu öffnen, um ein gigantisches Tor zu eröffnen und Bruma dem Erdboden gleich zu machen. Und somit auch im Anschluss direkt den Wolkenherrscher-Tempel niederzurennen, um eben diesen Martin zu erledigen, den Nachfolger des Kaisers. Ich habe das Gerücht gehört, auf einer kleinen Insel in der Nebenbucht sei eine seltsame Tür aufgetaucht. Ich sollte das überprüfen. Ja, genau. Ich habe ja, um zu gucken, ob der Speicherstand meines Kriegers funktioniert, habe ich wieder Shivering Isles installiert. Und man kriegt eben, so wie jetzt gerade eben, ein Gerücht nebenbei mit, dass ja, sich ein komisches Tor aufgemacht haben soll. Und durch dieses Tor, wenn man dieses betritt, kommt man auf die Shivering Isles. Herr. Aber ja, das werden wir irgendwann mal bei Gelegenheit machen. Hier möchte ich jetzt mal nachgucken, ob die Pfeile schon respawned sind. Gruß euch. Ferrum, den kenne ich noch nicht.
Beinschienen. Aber wahrscheinlich nicht, weil mir wurde ja gesagt, nach einem Ingame-Monat. Aber ich bezweifle, dass ich nach einem Ingame-Monat immer noch weiß, dass es hier Pfeile gab. Oder dass ich überhaupt noch Pfeile suchen oder holen will. So, dann wollen wir noch ein kurzes Gespräch mit Joffrey sprechen. Was habt ihr über... Zeige die Befehle. Hervorragende Arbeit. Ich wusste, ich könnte auf euch zählen. Ganz gleich, was ihr denkt. Die Götter haben euch nicht ohne Grund zu ihrem Gesandten gemacht. Aber es ist klar, dass Mankaka Moran schon bald alle seine Kräfte gegen Bruma führen wird. Ich werde die Gräfin vor der Gefahr warnen. Ihr solltet mit Martin reden. Ich glaube, er hat neue Erkenntnisse über das Mysterium Xarxes gewonnen. Alles klar, Chef. Ich werde die Gräfin sofort über die Gefahr unterrichten, in der Bruma schwebt. Ihr solltet mit Martin über seine Fortschritte bezüglich des Mysteriums Xarxes sprechen. Alles klar. Ja, wir haben ja gleich unser Level-Up. Soweit ich das hier sehe, ja genau, Stufe 9. Und wir haben ja eigentlich schon unser Level-Up, wir müssen nur noch schlafen. Und ich möchte aber, bevor wir das große Tor bei Bruma machen, möchte ich das Level-Up machen und einige Daedra-Schreine besuchen, denn die Gegenstände, die wir da finden, könnten uns sehr praktisch zugutekommen. Ich habe einen Teil des Rituals entschlüsselt, mit dem ein Portal zu Kamorans Paradies geöffnet werden kann. Im Mysterium Xarxes werden 4 Dinge erwähnt, die für das Ritual gebraucht werden. Aber bislang habe ich nur eines davon entschlüsseln können, das Blut eines Daedra-Fürsten. Es ist bekannt, dass Daedra-Artefakte häufig aus dem Wesen eines Daedra-Fürsten gebildet werden, woraus sie ihre großen Kräfte ziehen. Nicht gerade einfach zu beschaffen, aber wir müssen auf jeden Fall ein Daedra-Artefakt in die Hand bekommen. Bringt es zu mir, sobald ihr es geschafft habt. Na, da seht ihr mal, Leute, perfekt. An diese Teilmission kann ich mich nämlich noch erinnern. Und darauf habe ich gewartet, denn jetzt müssen wir ihm irgendein Daedra-Artefakt bringen, damit es mit der Story weitergeht. Das heißt, dass wir jetzt einfach die Daedra-Scheine machen werden können. Erstmal noch was Kurzes, ob er uns irgendwas zu den Artefakten sagen kann. Die einzige Möglichkeit, ein Daedra-Artefakt zu bekommen, führt über die Kulte, die den Daedra-Fürsten gewidmet sind. Das Buch »Moderne Ketzerei« ist die beste Einführung in die daedrischen Kulte. In der Bibliothek ist ein Exemplar zu finden, falls ihr es benötigt. Denkt daran, das Mysterium Xarxes wird die physische Form des Artefakts verzehren, sodass dessen daedrische Kräfte freigesetzt werden. Alles klar. Das heißt... Ich glaube, ich bin ganz nahe dran, einen weiteren Teil des Rituals zu entschlüsseln. Ich hoffe, dass ich einige Fortschritte gemacht habe, bis ihr mit einem Daedra-Artefakt zurückkommt. Danke, Martin, für die Informationen. Aber war nicht nett von dir, dass du mich unterbrochen hast. Nein, so, hier, Dingens. Ja, ein Artefakt wird zerstört. Ganz am Anfang habe ich so ein Artefakt abgegeben, Azuras Stern oder wie das heißt. Denn damit kann man Seelen von Monstern einfangen und das dient als Seelenstein und man kann ihn immer und immer wieder benutzen. Das heißt, wenn man damit einen Gegenstand auflädt, verschwindet der Seelenstein nicht, sondern man kann ihn eben immer wieder neu aufladen. Und den habe ich weggegeben und viele Leute sagen, dass es viel zu nützlich sei mit dem Aufladen. Aber ich habe bis jetzt nie wirklich Seelensteine gebraucht mit meinem Krieger. Mit meinem Bogenschützen werde ich es wahrscheinlich schon eher brauchen, da mein Bogenschütze sehr gebrechlich ist und ich mich hundertprozentig auf massigen Schaden verlassen muss. Aber gut. Wir wollen jetzt erstmal in die Kaiserstadt. Und zwar ins Marktviertel. Den ganzen Kram verkaufen, den restlichen Kram in die Kiste ablegen. Was für ein Artefakt wir bei der Story zur Zerstörung abgeben, habe ich mir schon überlegt, weiß ich schon. Das wird Vollendung sein. Das ist einfach nur ein Zweihand-Streitkolben, der nicht so toll ist. Und als Bogenschütze können wir eh nichts damit anfangen. Also hauen wir das weg. Und jawohl, das war das dazu. Soweit so gut, das sollte erstmal für die Aufnahme reichen, das wird auch für diese Woche erstmal reichen mit Oblivion. Und das nächste Mal, wenn wir weitermachen und es den Kram verkauft haben und abgelegt haben, wahrscheinlich schneide ich das auch einfach raus, dann können wir nämlich mit der nächsten Folge direkt loslegen, wie ich die Daedra-Schreine mache und zwar alle, die bis jetzt möglich sind, bis Level 10. Ja, genau, dann machen wir die Daedra-Schreine und erst danach wird es weiter mit der Story gehen. Aber soweit so gut, bis dahin, wir sehen uns liebe Leute, ich bin Stone und ich bin draußen.